Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von. War ich gerade immer noch im Ende Screen oder war ich schon wieder am Skype? Ich keine Ahnung. Egal, let's go, let's have fun mit ein bisschen ATS. Freie Bahn mit Matibahn, wie wir halt gerade mal Level 23 sind. Ey, traurig. Sehr traurig. Naja. So. Gleich fertig. Sehr schön. Wie lange halt immer braucht zum Laden, ne? Weil das ist nicht irgendwie die Festplatte, weil erstens ist es SSD und zweitens hat überhaupt nichts geladen von der SSD, weil bereits alles in dieser Schreibcache drin war. Aber es war halt einfach, das ist halt einfach das Laden an sich, also das. Trotz halt eben zum Laden so. Schaffen wir das? Ja, sieht gut aus. Sind da gerade eh keine Autos unterwegs, weil wir gerade erst neu geladen haben. Easy. Oh, eine Werkstatt. Brauchen wir zum Glück nicht. So, wir dürfen ja nur 40 fahren. Das ist natürlich sehr schade. Wobei in der Stadt 40? Holy shit. Wobei der Polizist nicht ganz 40 fährt, ne? Dann fahren wir irgendwie ganz schön nah auf. Oh, da vorne ist mein Übergang. Leider kommt kein Zug. Sehr schade. Immer noch 30 Meilen. Das ist in der Stadt immer so, die Meilen halt überhaupt nicht vergehen, so im Vergleich zu Autobahn. So. Ist das immer schon sehr krasser Kontrast. Go straight on. Ich freue mich ja schon, ob es vielleicht irgendwann mal in 300 Jahren ein Spiel gibt's, was so in der Detailstufe oder besser ganz Amerika oder Europa implementiert. Jetzt nicht davon, dass wirklich alle Städte 1 zu 1 originalgetreu dargestellt sind, nein, so rede ich, sondern schon so ein bisschen mit künstlerischer Freiheit wie hier SES-Software, aber von der Skalierung her Maßstab 1 zu 1, also auch Autobahn und so, wirklich 1 zu 1. Das wäre halt geil. Dann würde halt einfach so eine Tour durch einmal komplett quer Amerika, halt so wie im echten, einfach mal eine Woche dauern. Gut, ich meine, die ganzen Ruhezeiten kann man ja überspringen. Dafür hast du dann in echten Ruhezeiten, weil man selber muss ja auch irgendwann schlafen gehen. In real life. Aber Endgame kannst du halt alles überspringen, so. Aber die Strecke an sich, die ist halt trotzdem. Alter, wie schnell bewegen sich bitte die Wolken? Holy shit, Alter, die Wolken sind ja gerade voll am Speedrunnen. Alter. Haben wir gerade Sturm oder was? Holy shit. Was soll ich gerade sagen? Genau. Boah, Alter. Digga, was soll jetzt gerade mit den Wolken los? Habt ihr das gerade gesehen? Digga, das war was zur Hölle?
Was stimmt mit den Wolken nicht? Ich will mir noch ein bisschen Angst. Oh! Get ready to turn right. Rocket signed. Hey. Ich stand schon wieder auf dem Gas und der weitergebremst. Was ist los mit dem? So. Wollen wir gerade? Ich habe keine Ahnung. So, wir müssen mal gut ausschwenken. Ich hoffe, das reicht. Nicht wirklich. Na, egal. Na, wir sind doch komplett krumm und schief. Alles gut. Mit dem können wir eh nicht rückwärts fahren. Also von daher, wenn wir uns einmal verkackt haben, haben wir den vorbei, dann haben wir es verkackt. So. So, was haben wir jetzt eigentlich hier alles? Aha, okay. Ja, doch, sieht gut aus. Machen wir hier noch einen Punkt. Fertig. So, was mich aber mal gerne interessiert, ist, was hier eigentlich abgeht. So, wir haben einen Kredit aktuell offen. Okay, wie sieht denn wie sieht's denn hier aus? Erstmal Garagen. Wir haben zwei volle Garagen, okay. Na gut, da brauchen wir da erstmal nicht weiter gucken, wollen wir zuerst mal eine neue Garage finden, so. Okay. So. Hä? Warum zeigt er jetzt die Auflieger? Achso, weil wir Aufträge bin. Halt! Nee. Brauchen wir schnelle Aufträge. So. Ha! Easy. Da ist aber alles. Auch wieder Helikopter. Das ist ja doch eher eintönig, ne? Nutzfahrzeugchassis. Was man gerne wieder machen würde, ist so ein Haus. Sowas jetzt, ne? So Haus oder so. Kann man hier suchen? Haus. Fertighaus. Ja, alles doch. Auch immerhin 53.000 pro Meile. Also 53 pro Meile, so. Ja, einmal in Nevada. Und die anderen? Oh, Montana wäre natürlich auch geil. Nee, Utah eher nicht so. Ja, Montana, komm, let's go. Ist auch eine sehr geile Gegend. Von da kommt doch Busy Montana. Wobei den eh keiner kennt, wird jetzt immer Busy. Warum macht die da ein Selfie? Ist sie dumm? Okay. Alle weg. So, okay. Der spiegelt sich nicht zu weit auf. Was heißt, alles, was wir hier machen, ist den Spiegel einstellen. Digga. Was das für ein Lied? Oh, man muss natürlich aufpassen, weil der natürlich sehr breit ist.
Boah, Alter, war die Stoß dabei. Wow. Holy moly, ey, ja. Wow, Remix. Sachen, die man mit so einer Fracht nicht machen sollte. Teil 1 bis 500. Okay, passen zumindest einigermaßen in unsere Spur. Man muss halt nur links aufpassen mit den ganzen Dingern da. Und wir fahren viel zu schnell. Genau, schubst ihn weg, schubst ihn weg! Ah, Langweiler. Wie fährt er noch langsamer? Hey, halt. Halt. Mit meiner Fracht darf ich ja über diese Strichlinie da fahren, oder? Zugunsten, dass die rechte Spur frei bleibt? Wobei die eh endet. Ist hier durch diese großen weiten Steppen. Das ist halt so genau das Gebiet, von dem ich jetzt gesprochen habe. Da ist halt so eher dieses typisch amerikanische so. The American Dream. Vertrocknete Landschaften. So dark.
Was ist denn das für ein cooles Lied? Digga, wieso kenn ich das Lied noch nicht? Leider sieht man hier immer nicht. Ups, falsche Taste. Hier immer nicht den Namen. Wie gesagt, ich würde mal gucken, ob ich die alle umbenenne, dass man den Titelnamen hier sieht, aber ganz ehrlich, bei 677 Titeln ist das einfach zu viel Arbeit. Deswegen glaube ich nicht, dass ich das jemals in Angriff nehmen werde. Ich meine, das Schöne ist, ich kann jetzt einfach gucken, ne, welche Nummer ist das? So, 499. Und jetzt kann ich später einfach in meinem Ordner gucken, bei dem Lied 499, weil die ganzen Metadaten stehen da noch drin. Ne? Das heißt, in den Metadaten steht dann auch, wie der Titel heißt. Und der Autor und alles. Nur halt, ich muss halt extra in der Ordnerstruktur nachgucken. Aber ganz ehrlich, lieber so, als jetzt per Hand 677 Dateien schön säuberlich umzubenennen. Guck mal, da werde ich direkt dann nach den ersten zwei Titeln sterben. Achso, wir dürfen wieder 40 fahren. Oh, Alter, links LKW, rechts Leitplanke. Fick die Henne. Jetzt hätte ich jedes Mal warten können. Also im echten, wenn ich jetzt der NPC gewesen wäre. Wobei es im echten gibt keine NPCs. So mal dumm gelaufen. Aber wenn, dann hätte ich natürlich schon vor der Leitplanke gewartet, damit der andere LKW in Ruhe aus dem Bereich halt rausfahren können und dann hinter der Leitplanke schon noch richtig können. Ich meine, da habe ich jetzt hier auch gemacht, aber hier hat es nur gerade so gepasst, weil das Timing Card gut war. Weil der LKW ist einfach weitergefahren. Wenn er etwas früher gekommen wäre, wäre es nicht mehr so locker smooth gewesen. Also bei locker smooth war es eh nicht. Das war eher mit Herzschlag und so. Naja. Sowas kann passieren. 8000 Euro, Dollar, meine ich doch. Dollar. Jemand, denn der Dollar kickt einfach Dollar. Digga. Wow. Ich hab ja schon weit nach außen geschwenkt. Dachte schon, ich hab jetzt diesen einen Stab da mitgenommen. Ich meine, wahrscheinlich habe ich ihn auch mitgenommen. Der war nur ohne Alpha-Wand. Also ohne Hitbox, meine ich doch. Das hätte ich wahrscheinlich mitgenommen. Aber ja. Ist ja interessant. Boah, schon wieder 15.000. Nice, Alter. Können wir gleich den nächsten Krieg auslösen. Oh, Flugzeug. Aber ich sehe keinen. Ach, da. Boah, Alter, der wird aber hingekurven, Alter. Wenn er weiter so eine Kurve fliegt, dann fliegt er auch doch aus der Leitplanke. Wie der Polizeiwagen halt schon auf die andere Fahrbahn rauffährt, so richtig. Richtig aggressiv halt. Also ich war hier voll auf meiner Spur, so, ne, so hier ist super viel Platz, so. Und der Polizeiwagen, nein! Wir müssen trotzdem auf den Rasen rauffahren. Also Leute, das ist Polizeigewalt, ja? So stelle ich mir Polizeigewalt vor. Oder zurück. Achso, der landet jetzt so. Oh, wie süß. Hopp. Also, er hat schon eine harte Landung. Alter Schwede.
ready to turn right. Turn right. Warum so eng hier alles? Weißt du, bei sowas freut man eigentlich so einen Polizisten, der sich vor die Brücke stellt. Ne? So wie der Polizist, der da an der Kreuzung steht. Hätte man eigentlich auch noch einen gebraucht, der vor der Kreuzung, vor der Brücke steht und einfach schon vor der Brücke den Verkehr sperrt. Oder warten lässt zumindest. Ne? Aber das war gerade schon echt eng. So, das muss ja nun wirklich nicht sein. Ich meine, in dem Fall wussten es die NPCs natürlich auch gar nicht, ne? Also auch im echten hätten Autofahrt. Weil die haben mich ja erst gesehen, als ich schon in der Brücke unten drinne war. Und da waren sie selbst ja auch schon in der Brücke. So, ne? Von daher kann man da die Autofahrer nicht blamen. Sondern da muss man dann wirklich eine Polizei abstellen, die so wie hier einfach schon vorfährt und schon vorher sperrt. Und sagt, halt, stopp, jetzt rede ich. So. Ah, ich fahre halt ein bisschen zu schnell, so. Was man halt so macht im Leben. Denn auch ab und zu schnell fahren gehört zu einer abwechslungsreichen Ernährung. Die Steppe da vorne, meine Fresse, sieht das gut aus. Also beschweren kann man sich da eigentlich eher weniger. Tüch, wie er abgeht. Naja, das ist hier, das ist so richtig weite Steppe, so. Da kannst du gucken, so weit wie du willst. Oh, da ist nix so. Oh, und wir driften ab. Oh. Jetzt haben wir den mitgenommen. Und wetten, wieder kein Frachtschaden? Nö, nee, warum auch? So. Ich meine, der Auflieger ist ja nur die Fracht quasi. Also, mehr Fracht als das hier geht halt nicht, so. Aber, naja. Ich meine, bei so schweren technischen Teilen, die wir immer transportieren, wo dann noch so ein Holzkasten drumherum ist, da könnte man sagen, okay, wenn wir damit voll aufhecken, ja, vielleicht ist der Holzkasten drumherum so stabil, dass der alles abfängt, so, weißt du? Aber hier, ich meine, da ist das Haus literally die Fracht. So, da gibt's nichts mehr drumherum. So. Das heißt, hier müsste eigentlich jeder Schaden, der irgendwie anfällt, direkt der Fracht zugeschrieben werden. Strommäste. Ah, schon eine geile Gegend hier. wie ein Polizist den anderen Polizisten wegdrängt. Sehr geil. Bitte auf irgendwelche Gasauflieger hier wegzudrängen. Mir kann gefährlich werden.
Ich würde nur lachen. Ganz, ich würde lachen, wenn er dem Spiel auch so NPC-Schwertransporter geben würde, dass uns so ein Haus mal entgegenkommt und dann der Polizist einfach den wegdrängt. So ab in den Graben mit dir. Das wäre halt epic. Dann wäre halt so TikTok halt voll davon so. So, dann machen wir hier ein bisschen auf den Sand drauf und machen wir hier kurz an der Stelle ein bisschen Pause, ne? So. Ach ja. Gutchen. Na dann. Würde ich mal sagen. Sieht man sich wieder. Schönes Bild, by the way. Gut, seht ihr eh nicht. Eine Lolo-Roffel. Ja, bis dann.